Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir haben eine Aufgabe hier von scheinheiligen Vampirjägern, sage ich jetzt mal, angenommen in der letzten Folge. Und jetzt ist Schluss. Deine Freundin liegt da noch. So, Pfeile, Pfeile. So, Lebenstränke. So, genau, von scheinheiligen Vampirjägern, die aber selber Vampire sind, angenommen. Die einen unschuldigen Menschen als Vampir betiteln. So bezeichnen, weil der eine Affäre, glaube ich, hatte. Oder zumindest so habe ich es verstanden. Wir laufen wir. Machen wir mal Schnellreise einmal. Ihr mal eine Münze. Meine Kinders werden euch für eure Hilfe dankbar sein. Meine Kinders. Hier habt ihr eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Habt ihr irgendwelche Gerüchte? Der Ältestenrat wird sicher einen Weg finden, das Kaiserreich zusammenzuhalten. Zumindest ist die Oblivion-Invasion vorüber. Okay. Möge Anu. Aber ist eigentlich immer noch dritte Ära. Ist es schon offen? Nee. Dann müssen wir wohl warten. Eine Stunde. 8 Uhr müsste der aufmachen. So, Finthias. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ja, ich habe eine Frage wegen Seridur. Okay, Dings hat nicht Seridur? Reagiert. Er schaut ab und zu mal rein. Meistens, wenn er seine Einkäufe macht. Er hat jedes Mal Unmengen von Proviant dabei. Manchmal kauft er ein paar Bücher. Als ich ihn einmal danach fragte, sagte er, seine Geschäfte würden ihn aus der Stadt führen. Ich glaube, er hat einmal einem anderen Kunden gegenüber die Gedächtnishöhle erwähnt. Aber mit mir hat er nie darüber geredet. Gedächtnishöhle? Ja, das liegt außerhalb der Kaiserstadt. Es heißt, an diesem Ort seien viele Helden vergangener Kriege bestattet. Eine Art unterirdischer Friedhof. Ich nahm einfach an, einer von Seridurs Verwandten sei dort begraben. Nicht viele Leute gehen mehr dorthin, denn der Weg ist gefährlich. Aber Seridur ist ein Dickschädel. Hochanständig von ihm, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um die Gefallenen zu ehren. Dafür bewundere ich ihn. Ja, okay. Ich habe es mal in einem alten Atlas nachgeschlagen, den ich auf Lager hatte. Hier, ich zeichne es euch auf der Karte ein. Oh, danke schön. Schönen Tag. Sieh sich einer diese Muskeln. Oh, danke schön. Ich wünschte, ich würde auch wieder mehr Muskeln aufbauen. Aber ich esse dafür zu wenig. So. Okay, dann können wir. Ich wette, der macht da bestimmt sogar Nekromantie. So. Dann gucken wir uns mal die Gedächtnishöhle an. Wo ist denn die? Da. Gut, wir gehen außen rum. Dann werden wir dahin mal schwimmen. Übrigens, ab jetzt wird es erstmal, was Katzen angeht, Ruhe geben. Die sind jetzt da hinten auf dem Bett am Schlafen. Also. Ich glaube, wir werden jetzt diese Folge nicht überrascht. Letzte Folge war das ein bisschen abgedriftet. Hat es ein bisschen Überhand genommen. Und dafür, das tut mir wirklich leid. Aber ich hoffe, dass es vielleicht doch den einen oder anderen gefreut hatte, so zu sehen, wie ich hier von Katzen bestiegen wurde, hier erklimmt. So, da vorne haben wir auch noch eine Höhle. Okay, irgendwer will hier Stress. Du?
Südosttunnel. Aber okay, wir müssen jetzt schwimmen. Die Katakomben in der Stadt haben wir eigentlich auch noch nicht gesehen, oder? In der Kaiserstadt, da gab es ja auch Katakomben, also die Kanalisation, Entschuldigung. Auch, abgesehen von dem, was wir am Anfang hatten. Ich habe die Gedächtnishöhle betreten. Ich sollte vorsichtig vorgehen, da ich nicht weiß, was Selidur in diesen feuchten Hallen tut. Ich muss bei den Namen vorsichtig sein. Ich speichere einmal. Weil da reagiert Siri gerne. Da ist ein Lich. Und ein Timberwolf. Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne Ärger haben. Ja! Handschuhe der Bestrafung. Sind die besser als meine? Wo sind meine Handschuhe? Die sind auf jeden Fall wertvoller. Die nehme ich mit. Das nehme ich mit. So, alles Vampire. Ein Glasschild. 6 Schutz macht er. Und mein Schild, 23 Schutz. Hier geht's weiter. Hier. Da! So, Glaspfeile nehmen wir mit und das Stahlpfeil. So, irgendjemand müsste jetzt auf dem Weg zu mir sein. Da hinten geht's noch weiter. Ja, aber ich will noch den anderen Weg erkunden, hier entlang. Bevor ich da weiter... Obwohl, komm, wenn wir da zuerst machen, dann können wir auch auf dem Rückweg den anderen Weg da machen. Wo ist die Dame? Ich habe Selidur erschlagen. Ich sollte sofort zu Rolands Hütte zurückkehren und ihm die Nachricht überbringen. Die nehme ich schon mal mit. Der ist das Kurzschwert. Sonst alles nur Vulkanglas. So, Dädrisches Kurzschwert. Und wir haben Kurzschwert der Stürme. Macht 22 Schaden. Das hier macht 23 Schaden. Dann bleiben wir bei dem hier. Ach, wo kommst du denn her? Mir von irgendwo den ganzen Weg hier gefolgt. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo noch
noch das letzte fehlend Daedra-Stück finde, also Rüstung. Den Abschnitt hatten wir noch nicht. Ah, okay, hier sind die Geister. Vielleicht noch mal kurz, nee, hier war es falsch. Hier. Reparieren. Noch mehr Geister und Vampire? Nein! Alter, der... Warte. Vampir-Kreuzritter? Ich wurde infiziert. Schlimmstes. Alter. Okay, hat die Daedra Brustharnisch? Ebenholzhandschuh. Oh Mann. Sonst alles nur Ork-Dinger. Warte mal. So, Harnisch der 20, der hier nur 18. Okay. Meins ist besser. Der macht sie. Löwenhandschuhe, Löwenklauenhandschuhe sind 7. Und das, was die hat, machte 6. Vielleicht jetzt einmal ganz kurz heilen. Mir juckt die Nase, sorry. Wie schwer kann es sein, Handschuhe zu bekommen? So, Mithril-Schild. Ein Silberdolch. Aber okay, ich glaube, wir sind mittlerweile wirklich so weit, dass hier die Leute... Oh, eine Truhe. Nur Gold. Ich bin jetzt wirklich enttäuscht, wenn es nur Gold gibt. Ich will mittlerweile Rüstungsteile haben. So, von hier aus können wir eigentlich zu Fuß. Und den Rest können wir dann später verkaufen gehen. Also wirklich, uns fehlt nur noch Schild und Handschuhe. Und ein Katana. Obwohl, gibt es hier noch Katana? Also daedrische Katana meine ich jetzt. Ah, okay, wir rennen gerade querfeld ein. Aber sind schon fast da. Aber echt schade, dass das eine daedrische Rüstungsteil, also von den Handschuhen, weniger Rüstung bietet als das, was wir haben. Das war echt ein bisschen enttäuschend.
So, Roland. Ich hoffe, ihr überbringt mir gute Neuigkeiten. Ja, Seri, du bist tot. Er ist tot? Dem Himmel sei Dank. Ich fürchtete schon, dass ich hier nie wegkommen würde. Oder schlimmer noch, dass er mich hier heimsuchen würde. Nun kann ich endlich nach Hause zurückkehren. Trotz allem finde ich, dass der Orden des tugendhaften Blutes seine Arbeit fortsetzen sollte. Vielleicht sollte ich mit den anderen reden. Ja, ich glaube, der Orden wird weiter existieren. Gebt mir Zeit, die Vorkehrungen zu treffen und trefft mich dann in Seridos Keller. Okay, was die Vampire angeht? Grässliche Kreaturen. Hoffentlich sehen wir nie wieder eine davon in der Kaiserstadt. Okay, nochmal wegen Seridur. Lasst uns nie wieder von diesem abscheulichen Menschen reden. Das war ein Meer, aber kein Mensch. Wir sehen uns in der Kalt. Okay. Komm, wir machen mal... Ich bin zu Roland zurückgekehrt und habe ihm erzählt, was geschehen ist. Er dankte mir für die Reinwaschung seines Namens und schwor, Selidus Platz einzunehmen und den Orden des tugendhaften Blutes weiterzuführen. Er sagte, ich soll ihn dort wegen einer Belohnung treffen. Okay, ich würde sagen, wir machen eine Schnellreise, aber mal zum Palast. Ich will mal gucken, ob wir mit Dings nochmal reden können. Mit Okato, ob der irgendwie noch was sagen kann. ...von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen gilt. Bleibt im Erdgeschoss oder im ersten Stock. Ah, Okato. Heilmeister. Hi. Wegen der Drachenrüstung. Die kaiserliche Drachenrüstung wird normalerweise nur vom Kaiser persönlich getragen. Ihr aber, Meister, verdient nichts Geringeres. Cyrillmeister? Ihr habt den höchstmöglichen Rang im Orden des Drachens erreicht, dem erhabenen Ritterorden, den Tiber Septim selbst gegründet hat. Es ist eine große Ehre. In der Geschichte des Kaiserreichs wurde sie nur 6 weiteren Meistern zuteil. Jederzeit, Meister. Okay, Freiberuf für Diebstahl, Mephala, kaiserliche Drachenrüstung. Katas Order the Suit of Imperial Dragon Armor forged for me in gratitude for the services I rendered to the Empire during the Oblivion Crisis. It will be waiting for me at the Armory in the Imperial Legion compound in 2 weeks. Okay, ist noch nicht fertig. So, er müsste jetzt aber da sein. Alle. Ich bin jetzt neugierig, ist die Drachenkaiser-Rüstung besser als das, was ich habe? Die Detra-Rüstung? Oder nicht? Ich höre euch zu, Bürger. Ich wusste nicht, dass Seridur ein Vampir war. Ich schwöre es. Ich diene nun Roland. Bitte entschuldigt meine Fehleinschätzung. Ich will trotzdem deine Rüstung. Ich will seine Rüstung haben. Kann doch nicht sein, dass er die komplette Rüstung hat und ich nicht. Wir werden uns bald wiedersehen. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ich habe mich lange mit Gilen und Graukehle beraten. Sie stimmen mir zu, dass der Orden bestehen bleiben soll. Darüber hinaus möchten wir euch zu unserem Ehrenmitglied machen. Wenn ihr je einen Dienst von uns benötigt, erweisen wir ihn euch gern. Außerdem möchten wir euch mit diesem Zauberring belohnen. Verwendet ihn weise, wenn ihr kämpft. Ring des Sonnenfeuers zugefügt. Okay. Wie sieht es mit den Vampiren aus? Immerhin gibt es auf dieser Welt jetzt ein paar Vampire weniger. Gute Arbeit, aber in Cyrodiil befinden sich noch mehr dieser Kreaturen. Wenn eines unserer Bücher dabei helfen kann, mehr von ihnen zu zerstören, könnt ihr jederzeit darin lesen. Da ihr ein Ehrenmitglied des Ordens seid, werden wir euch gerne belohnen, wenn ihr uns einen Beweis dafür bringt, dass ihr einen Vampir getötet habt. Bringt uns den Vampirstaub aus seinen Überresten
Das sollte als Beweis ausreichen. Okay, was, wenn ich jetzt selber ein Vampir bin? Kehrt zu mir zurück, wenn ihr einen weiteren Vampir getötet habt. Ach so. Der Orden wird euch gern belohnen. Okay, Möge die Sonne alle Zeit euren Weg erleuchten. Hab ich einen Trank, gegen Dings? Krankheitsheiltrank? Leuchten. Gegen Vampirismus? Guten Tag. Ich wusste nicht, dass Eridur echt dienen. Okay, schade. Ich hatte gehofft gehabt, ich könnte ihn mitschleppen und dann, Hallo. Hallo. Ich habe jetzt ein Problem. Ich bin mit, Dingens Infizierte. Kann ich das irgendwo sehen? Erzählte Witze, zugezogene Krankheiten, 15. Hier wurde gefunden, 65 schon. Oh, hallo. So, okay, nächste Quest, würde ich mal sagen. Freiwillige Mephala, geistliche Drachenrüstung, das dauert noch, immerhin. Kauf ein Haus in Chedinal, Skingrad, Tränen des Retters. Nachdem ich den Ritteruntergang gelesen hatte, wusste ich, dass Garidan den Immerfließkrug in einem Ort namens Eisfeuerhöhle gefunden hatte. Machen wir das mal. So, ich glaube, ich muss gleich niesen. Die Nase kitzelt ja schon. Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott. Kann wirklich sein, dass ich gleich niesen muss, weil die Nase kitzelt. So. Ich hoffe, die werden jetzt nicht sauer sein, dass ich ein bisschen Mist gebaut habe. Was habt ihr für Neuigkeiten? Gibt es noch etwas, womit ich euch helfen kann? Ja, veredelte Frostsalze? Ja, ich verkaufe sie. Wenn ihr welche kaufen wollt, dann nur zu. Sie sind von erlesener Qualität. Ich habe sie selbst veredelt. Okay, Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Wo sind die veredelten Frostsalze? Da. Ich kaufe mal alle 5. Ich habe mir veredeltes Frostsalz von Julien besorgt. Ich sollte mich jetzt auf den Weg zur Eisfeuerhöhle machen. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Wenn ihr auf euren Reisewerte befindliche Zutaten seht, hallo. Erinnert euch an mich. Warte mal. Wir hatten ja irgendwas in die Truhe hier gepackt gehabt, ne? Die Nierenwurzel, glaube ich. Dieses hier. Schwörungsaltar. Und Verzauberungsaltar. Okay, dann hatten wir da anscheinend nichts getan. Ihr seht aus, als wärt ihr... So, wo ist die Höhle? Da. Okay, zum Mephala-Schrein. Ich mache eine schnelle Reise dahin. Nein. Wollte die Taste drücken. Wer war denn das gerade, der hier gerannt ist?
Von denen war es jetzt keiner, okay. So, vielleicht nochmal irgendwie die Sachen reparieren. Hat er ja ein bisschen Schaden genommen gehabt. So, Waffenschmiedfertigkeit verbessert. Die müssen wir auch noch auf 100% kriegen. Eisfeuer, Waldwiese. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Direkt ein Bär, na toll. Auch noch ein Braunbär, warum? Habe ich schon mal gesagt, dass ich hier Braunbären hasse? Gegen Löwen? Kein Problem. Die Braunbären machen hier den meisten unnötigen Schaden. Können mir zu schnell hintereinander schwere Angriffe machen. Eine Ratte war hin. Okay. Ich bin am Eingang zur Eisfeuerhöhle angekommen. Wie es das Buch beschreibt, befindet sich das Frostsalz in meiner Hand. Alles, was ich tun muss, ist, das Siegel durch Berührung zu öffnen. Ich habe die Eisfeuerhöhle betreten. Die gesamte Gegend scheint mit einem wirbelnden, eisigen Nebel erfüllt. Die extreme Kälte an diesem Ort ist ohne magischen Schutz unerträglich. Die Höhle macht ihrem Namen alle Ehre. Der Frost brennt wie Feuer. Ich sollte jetzt vorsichtig nach Gerdans Tränen suchen. Das ist eine Höhle? Kann ich hier... Ne, ich kann hier nicht drauf. Okay. Hey! Bevor wir da hingehen, vielleicht nochmal kurz reparieren. Nur um sicher zu gehen. Und vielleicht nochmal speichern. Ich habe so ein Gefühl, wurde gerade geschubst. Frostsalze. Ich nehme das mal mit. Vielleicht... Irgendwas schießt auf mich. Im Zentrum der Eisfeuerhöhle bot sich mir ein erstaunlicher Anblick. Garidan selbst verbissen in einem bis in alle Ewigkeit eingefrorenen Kampf mit einem riesigen Eisatron nach. Anscheinend hatte Garidan seine Waffe fallen gelassen und benutzte den Krug, um sich zu schützen. Der Atronach zerschmetterte den Krug, der mit den magischen Wassern reagiert haben musste und alles fest erstarren ließ. Ein trauriges Ende für solch einen edlen Ritter. Irgendwas schießt hier auf mich. Was schießt hier wo auf mich?
So, was ist jetzt die Aufgabe? Ich raff das jetzt nicht. Muss ich vielleicht weitergehen? Ich glaube, das hat schon damit irgendwas zu tun. Da muss ich irgendwie was machen. Nur was muss ich damit machen? Ach komm, beweg dich auch beim Springen. Von hier wurde ich irgendwo beschossen, ne? Ich verstehe jetzt nicht, was ich machen muss. Muss ich da einen Feuerzauber machen? Drauf? Hier? Feuersturm? Feuerball? Die reichen wieder nicht aus. Muss ich die Dings nehmen? Ihr könnt keine Missionsgegenstände essen. Warum nicht? Was muss ich damit machen? Erleuchtet mich. Ich werde doch hier irgendwo bestimmt mit irgendwas interagieren müssen. So, Lebenstrank. Entschuldigung. Nachdem ich den Rittuntergang gelesen hatte, wusste ich, dass Gary dann im Immerfließkrug an einem Ort namens Eisfeuerhöhle gefunden hatte. Sie liegt angeblich in den Bergen östlich von Bruma. Mit Hilfe einiger Hinweise aus der Geschichte war ich in der Lage, sie auf meiner Karte genau zu bestimmen. Das Buch erwähnt auch den Gebrauch speziell veredelter Frostsalze, um in die Höhle zu gelangen. Ich sollte mit Strasser oder Julien darüber sprechen. Ich habe die Eisfeuerhöhle betreten. Die gesamte Gegend scheint mit einem wirbelnden eisigen Nebel erfüllt. Die extreme Kälte an diesem Ort ist ohne magischen Schutz unerträglich. Die Höhle macht ihren Namen alle Ehre. Der Frost brennt wie Feuer. Ich sollte jetzt vorsichtig nach Garidans Tränen suchen. Im Zentrum der Eisfeuerhöhle bot sich mir ein erstaunlicher Anblick. Garidan selbst, verbissen in einem
bis in alle Ewigkeit eingefrorenen Kampf mit einem riesigen Eisatron nach. Anscheinend hatte Garde dann seine Waffe fallen gelassen und benutzte den Krug, um sich zu schützen. Der Atronach zerschmetterte den Krug, der mit den magischen Wassern reagiert haben musste und alles fest erstarren ließ. Ein trauriges Ende für solch einen edlen Ritter. So, hier kommt man ja darüber. Kann ich da irgendwie was erkennen? Da liegt sein Schwert. Garidans Träne. Ich habe eine von Garidans Tränen gefunden. Ich sollte weitersuchen, da es vielleicht noch mehr gibt. Ah, okay. Wie viele muss ich finden? Die kaiserliche Drachenrüstung, die Lord Kanzler Okata für mich gestellt hatte, sollte jetzt fertig sein. Ich kann sie aus dem Waffenlager im Bezirk der kaiserlichen Legion abholen. Okay, hier haben wir noch eine. Ich habe eine von Guardians Ring gefunden. Ich sollte weitersuchen, da es vielleicht noch mehr gibt. Okay, jetzt haben wir zwei Tränen von wie viel? Ich muss mal das mit dem Zauber hier ändern. Nicht Last erleichtern. Leichte Wunden heilen. Schwere Wunden heilen. Ich soll die Tränen hier aufsammeln. Überall, wo es eisig kalt ist, könnte eine Träne versteckt sein. Da ist noch eine. Eine weitere habe ich. Und wir müssen noch weiter suchen. Und Fertigkeit verbessert. Nice. Wo könnte noch eine Träne sein? Da. Ich habe eine von Guardians Ring gefunden. Okay. Gibt noch mehr. Also die liegen hier einfach nur so rum. Die spawnen jetzt nicht einfach oder so. Aber ich glaube, wir sind jetzt einmal komplett im Kreis. Ich habe die fünfte und letzte von Garidans Tränen gefunden. Ich kann jetzt zu Strassa nach Leavin zurückkehren, wegen meiner Belohnung und vielleicht einem warmen Feuer. Ja, warmes Feuer hätte ich jetzt auch gerne. Na, hier müsste nichts mehr übrig sein, ne? So, jetzt bin ich aber neugierig. Oh nein. Ich
Hier ist jetzt irgendwie nichts dergleichen, ne? Also man kommt von hier nicht in die Dings. Ich würde das aber per Schnellreise machen wollen, zu Strassad, nach Leerwien zurück. So. So. Zavi. Freund, es ist mir eine Ehre. Hallo. Agatha. Das Strasser. Hi Strasser. Ihr seht aus, als hättet ihr eine lange Reise hinter euch. Ja, ich habe die Tränen von Garidan gefunden. Ihr habt 5 von den Tränen gefunden? Fantastisch. Das entwickelt sich ja besser, als ich erwartet hätte. Vielleicht wäre da ein kleiner Bonus angebracht. Ja, ich hätte gern 2000 Gold bekommen. Wow. Okay, wegen Garidans Tränen, was macht ihr jetzt damit? Sie sind der Stolz meiner Sammlung. Okay, irgendwelche Gerüchte. Ich habe vor, die Kaiserstadt zu besuchen und im Tempel des einen beten zu gehen. Die Drachenstatue soll über 30 Meter hoch sein. Ob das 30 Meter sind, bin ich mir nicht sicher. Was ist das hier nochmal? Ich bin bereit zum Lehren. Alchemie, okay. Wenn ihr bereit zum Lernen seid. Die Tränen machen sich prächtig in meiner Sammlung. 1000 Dank nochmal. Ja, wo kommen die jetzt hin? Das ist unmöglich. Ein weniger anstößiges Lied. Leitfaden für Leerwin. Ein Rechen. Okay, ich will mal eine Sache gucken, wenn wir jetzt hier nochmal auf die Quest gehen. Das Erbstück nochmal. Ob wir das jetzt hier vielleicht hinkriegen können. Ah ja, und vielleicht nochmal kurz zu einem Händler. Den ganzen Krams verkaufen. Wo war nochmal vorne am Eingang, ne? Wie geht es euch? Ich glaube, der hatte 1200 Gold. Die Trennlinie. Hi. Was einen lebendigen Helden von einem toten Helden unterscheidet, ist ein scharfes Schwert. Kauft euch bei Thunceus das Beste, das ihr euch leisten könnt. Ja, okay. Denn ihr wollt doch nicht zu den toten Helden gehören, oder? Ah, nö. Alles gut. Komm, ich überlebe schon Geschäft. Alles. So. Das will ich verkaufen. Ach, der hat nur 800. Gehen wir zu dem anderen. Seht euch vor. Wenn, dann will ich schon möglichst viel rausbekommen von dem Zeug. So. Gundalas, garantiert. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Kann ich euch vielleicht etwas von meinen Waren zeigen? Hier kriege ich zumindest 1000. So, Glasbogen. So. Hier. Was darf er haben? Preis für einen guten Kunden. Handschuhe der Bestrafung. Das ist, ich finde das schade, dass... Moment. Der gibt 9. Und der hier 8. Okay, dann, ein gutes Geschäft. Ring. Krankheit widerstehen 30%, Zauberspiegel. So, die darfst du haben. Daran habt ihr viel Gold verdient. Ritteruntergang, hier darfst du jetzt auch haben. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ja, das glaube ich dir. Empfehlt mich euren Freunden. Okay, wenn das eine hier, die hier, doch, lebt wohl. Ich hätte trotzdem gern eigentlich ein eigenes Set-Teil.
Aber naja, okay, warte mal, wir wollten hier, ne? Wie geht's? Nee. Hierhin. Hallo. Hallo. Du ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Gerüchte? Habt ihr gehört? Jemand hat das Grab von Latasa entweiht. Kein Wunder, dass ihr Geist diesen Ort heimsucht. Okay. Haben wir die Quest schon? Die gnädige Frau ruft nach mir. So, wir haben es 11 Uhr. Machen wir 12 Stunden. Dann will ich da nochmal einbrechen, versuchen. Vielleicht ist da der Ring jetzt da. So hoffe ich zumindest. Das heißt, ich darf dort alles nochmal ausziehen und ein bisschen nackig rumlaufen und das dafür an. Lustig zu machen. Ich finde es unbillig, über Arme und Benachteiligte herzuziehen. Wurde ich jetzt gesehen? Okay, ich wurde hoffentlich nicht gesehen. So, geheimer Raum. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es jetzt wieder da ist. Wird hier vielleicht nochmal speichern. Welche Stufe bin ich jetzt beim Schleichen nochmal? 26. Ah, okay, ja. Das wird, hier nur noch ein Level. Nice. So, dann müssen wir Veränderung, Zerstörung und Illusion auch noch, erhöhen, fertig machen. So. Wir haben bisher jetzt, warte mal. Veränderung. Wandeln auf dem... Oder atmen unter Wasser. Zum Schlösserknacken, zur Abwendung physischer, magischer und magischer Schäden sowie Änderungen von Belastungszuständen. Zerstörung. Setzt Zaubersprüche ein, um... Okay, bisher nur Wiederherstellung haben wir gleich bald voll. Illusion, Zerstörung, Veränderung. Da werden wir uns als nächstes dran setzen müssen. Ich hoffe, es kommt jetzt niemand. Es ist aber auch Mitternacht, kurz nach Mitternacht. Bitte lass den Ring wieder da sein. Okay, sie schläft schon. Ich habe den Ring. Jetzt nach Adagi suchen und meine Belohnung kassieren. Ich hoffe nur, keiner kommt mir jetzt entgegen. Aber jetzt war der Ring da. Okay, das heißt, wir können die Diebesgilde ab der nächsten Folge weitermachen. Hat aber auch lang genug gedauert. Ich glaube, ich hatte hier einfach zu viel Mist gebaut gehabt, so unbewusst. Nein.
Ich hoffe, niemand hat jetzt mitbekommen, dass ich da war. Weil ich kurz aufgestanden bin. Was die hier machen, will ich eigentlich gar nicht wissen. Ist nur enttäuschend, dass ich nie eingeladen werde zum Zuschauen. So, ab jetzt kann ich mich wieder anziehen. Das hier, das, den kann ich ausziehen, aber das dann, das. Adagis Ring. Hat aber auch lang genug gedauert. Okay, warten wir mal 8 Stunden? 7. Kein Kaffee mehr. So, dann ist gleich 9 Uhr in einer Minute. Jetzt können wir rein. Adagi! Warum nähert sich die Beute mir? Wegen dem Ring. Hat der Jäger meinen Ring? Ich habe es noch nicht. Amuzai versuchte es zurück zu klauen. Amuzai versuchte, ihn Alessia Caro zu verkaufen? Zu verkaufen. Dumme Echse. Adagi verwendet den Ring auf viel klügere Weise. Ich verwende ihn zum Sammeln und Verkaufen von Informationen. Mit dem Ring kann man die privaten Nachrichten des Grafen lesen. Beschafft mir den Ring. Stehlt ihn notfalls von Alessia Caro. Aber bringt mir den Ring. Ich zahle euch das Doppelte. Quest. Please. Okay. Adagis gestohlener Ring. Hat der Jäger meinen Ring? Ich hab den Ring. Hier ist euer Ring. Mein Ring. Dank den Klauen der Clanmutter. Ihr habt ihn wiedergefunden. Ihr habt die Belohnung verdient. Die Diebesgilde war stets gut zu Adagis lieben Gefährten. Ich bin dankbar, dass sein Andenken noch immer in Ehren gehalten wird. Okay, geschickt gejagt. 200 Gold bekommen. So wenig? So. Aber was Rüstung angeht, uns fehlt jetzt nur noch das Schild. Und vielleicht noch die richtigen Handschuhe. Obwohl, Beinschienen? Doch, sind auch Daedrisch. Ist alles Daedrisch, ne? Glaub schon. So, was sagt denn jetzt die Quest? Adagi war sehr dankbar und gab mir eine hübsche Belohnung für den Ring. Ich habe allerdings das Gefühl, sie hasst Agonia. Kein Wunder, dass Amuzai Ärger mit ihr hat. Jetzt muss ich nur noch Skriva in Bravi Bericht erstatten. Okay, die Karte. Komm, da machen wir eine Schnellreise. Wer hilft einem alten Bett? So, Skriva. Eure Aufgabe. Ihr seid zurückgekehrt? Ja, Adrisas gestohlener Ring ist erledigt. Gute Arbeit. Ihr seid wahrhaft ein Gewinn für die Gilde. Ich werde dafür sorgen, dass der Graufuchs selbst davon erfährt. Ich befördere euch zum Wegelagerer. Meinen Glückwunsch! Wie jetzt? Ich bin jetzt Wegelagerer? Okay, wegen Bravil, der Diebesgilde. Spezialaufträge? Habt ihr noch weitere? Ich habe ein kleines Problem, mit dem ihr mir hoffentlich helfen könnt. Die Gilde wird sogar eine Belohnung zahlen. Dieser
Armleuchter, Hieronymus Lex, ist in das Hafenviertel der Kaiserstadt eingedrungen. Kaiserliche Wachen aus der ganzen Stadt lungern in den Straßen herum. Wie schlimm ist es? Hieronymus Lex hat geschworen, nicht eher abzuziehen, bis der Graufuchs gefangen ist. Der Fuchs ist in Sicherheit, aber die Diebesgilde kann so nicht arbeiten. Die Armen im Hafenviertel sind dem Graufuchs wohlgesinnt und werden ihn nicht verraten. Aber irgendjemand wird bestimmt bald gierig werden. Jemand wird bestimmt bald schwach werden. Viele Gildenmitglieder könnten ins Gefängnis geworfen werden. Findet Miss Rittel in der Kaiserstadt. Sie organisiert die Reaktion der Gilde. Okay, was könnt ihr mir über den Graufuchs erzählen? Er ist der größte aller Diebe. Man sagt, er habe seine graue Kutte von Nocturnal selber gestohlen. Ich glaube nicht gestohlen, sondern bekommen, aber okay. Ich zahle meine Geldstrafengaben. Der Jäger kann seine Strafe bei der Wache entrichten, sie im Kerker abbüßen oder mir die Hälfte zahlen und mich alle Probleme beseitigen lassen. Ja, kümmert euch bitte um meine Probleme. Ich werde meine Probleme allein lösen. Der Jäger hat hoffentlich Gefallen am Käfig. Ich habe mein Ziel erreicht und Diebesgut im Wert von über 300 Goldstücken verhökert. Ich sollte mal bei Skriva vorbeischauen, vielleicht hat sie ja was für mich. Schatten verbirgt. Skriva erzählte mir, Hieronymus Lex, Hauptmann der kaiserlichen Wache, habe Wachen aus der gesamten Kaiserstadt für die Abriegelung des Hafenviertels zusammengezogen. Er habe geschworen, so lange dort zu bleiben, bis jemand Graufuchs ausliefert. Wenn ich helfen möchte, muss ich Metredel finden. Sie versteckt sich irgendwo in der Kaiserstadt. Okay, Den Jäger. So, dann würde ich sagen, machen wir das aber in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Ja? Und ciao!